Ist alles leer. Da geht's nirgends hin. Dir ist wärmer und jetzt auch behaglich. Was heißt auf Deutsch? Da noch einen Trank gefunden. Sollen wir da noch ein Leintuch? Brauchen wir nicht. Ja, hat sich gerade selbst in die... Ja, toll. Was hast du? Feldstiefel? Hier ist eine Schlange. Oh, oh. Schlange. Schlange, Schlange und so ein Wal. Und... Oh, okay. Die beiden Schlangen sind links, wenn wir hier so auf Tor gucken. Weil der Hebel hier... Wenn ich das jetzt auch so gesehen habe, macht Pfeile. Warte. Schlange. Schlange. Und Viech. Ja. Und typische Spiele. Du kommst weiter, du kriegst auf die Fresse. Du kommst weiter, du kriegst auf die Fresse. Sag ich ja. Du kommst weiter, du kriegst auf die Fresse. Dieb. Ich nehme das mal mit. Jetzt wegen diesem einen Buch trage ich zu viel. Die bis 60 werden. Ja, gut, wir lesen mal kurz die drohende Gefahr. Die drohende Gefahr Band 1 von bla bla bla. Von Sonnenfeste. Es folgt ein Bericht. Babakis Grisch Gus Atem Deborah Teufel. Hört das auch mal auf. Ja. Okay. Dann lesen wir das halt, ne? So genau, die drohende Gefahr. Es folgt ein Bericht von Ladbentil von Sonnenfeste, einem Altmaer Flüchtling, der in den trüben Jahren der vierten Ära von den Somerset-Inseln nach Grudgdil geflogen war. Latenil flüchtete dabei nicht von den Nachwirkungen der Oblivion-Krise auf Somerest, sondern in seinen Worten von dem immer dunkler werdenden Schatten der Hjalmor über meinen geliebten Heimatland. Latenil hatte ein freundlich ausgewirktes, sehr intensives Auftreten und einige seiner Anschuldigungen grenzten an Wahnsinn. Vielleicht wurden aber seine inbrünstigen Warnungen sowie die Kritik an den Hjalmor und dem Almori Alomeri Bund nicht beachtet. Doch die Geschichte hat Latenils Behauptungen zumindest teilweise bestätigt. Draxis Erratum geistlicher Historiker. Ich war fast noch ein Rind? Nee, Kind. Ich war fast noch ein Kind, als das große Leid uns überkam. Die Luft zerriss und es entstanden klaffende, infizierte Wunden, die Deborah nach einem Eingeweihten des Reiches des Vergessens spielen. Viele flohen an die Rüsten und Dagons mörtischen Horden zu entkommen.
Doch die See verriet unser Volk und ihr Hochgehen, um unsere Schiffe und Häfen zu zerstören. Sie überließ uns einem so abscheulichen und schlimmen Schicksal, dass selbst der Tod wie eine Gnade wirkte. Der Kristallturm war unsere letzte Bastion der Hoffnung. Im wörtlichen und übertragenen Sinne, Flüchtlinge strömen in den Turm. Flüchtlinge strömten in den Turm, bis er aus allen Nähten platzte. Ich konnte die Furcht spüren, die Verzweiflung, die uns die Luft zum Atmen wegnahm. Wir sahen, wie die Deora, nennt sich doch Deora, in der Ferne durch die Wälder schlichen, aber sie blieben auf Distanz und kamen auch nach Tagen nicht in Schussreichweite. Unser Bogen. Hoffnung keimte auf. Sie fürchten uns, sagten einige. Selbst ein Deora weiß, dass man sich mit der Weisheit und der Magie des kristallreichen Gesetzes nicht anlegt. Es war, als ob die verderbten Bewohner des Reiches des Vergessens vor ihrem Angriff erst gewartet hatten, bis unsere Herzen von dieser Hoffnung erfüllt worden waren. Während wir schliefen, umstellten uns unzählige Deora-Legionen, und sie waren nicht allein. Sie hatten hunderte von Altmyr-Gefangenen mitgebracht. In der Dämmerung erwachten wir durch ihre Schreie. Als die Deora sie auspeitschten und häuteten, mit äußerstem Entsetzen sahen wir, wie unsere Brüder schändeten, bei lebendigen Leibe zerteilt und verspeist, auch Kriegsmaschinen gefällt und lästigen Bestien zum Fraß vorgeworfen. Aber dieses Blutvergießen war nur ein Vorspiel, um den Appetit anzuregen. Nachdem die Deora, oder wie die ja mal heißen, unseren Brüdern, als die Deidre mit unseren Brüdern fertig waren, richtete sich ihr Blick auf den Kristallturm, unsere großartige und elde Bastion. Trotzte ihnen wie eine mächtige Eiche einem Erdrutsch. Mit? Eine Eiche, die einige Momente aufrecht steht und fast wirkt, als könnte sie der Flut der Zerstörung standhalten. Dann aber doch mitgerissen wird. Unsere hervorragende Zauberer dezimierten die Teufel und verbrannten sie zu Dutzenden Bogenschützen. Bogenschützen fanden die kleinsten Schwachstellen an ihrer Rüstung aus über 100 Schritten Entfernung und erledigten die Hauptmänner und Kommandanten. Stärk und geschickt unsere heldenhaften Verteidiger waren ein unglaublicher Anblick. Doch sie reichten letztlich nicht aus. Deidre kletterten über die Leichen ihrer Geburten. Geburten. Sie marschierten ohne Pause, Tod und Zerstörung. Die mächtigste Armee hätten erzittern lassen. Als sie die Mauern durchbrachen, floh ich mit den anderen Feiglingen
Und darauf bin ich nicht stolz. Seit damals hängt mir dies an wie ein Mühlstein. Und ich vergebe vor Schande, es zuzugeben. Noch vergehe vor Schande, es zuzugeben. Aber das ist die Wahrheit. Wir flohen in kopfloser Dannik und ließen die unerschütterlichen Altmer zurück, die eine Verteidigungslinie bei Bielten. Um unseren wunderbaren Chrysalkum zu erschützen. Andersrum, fast. Nein, scheiß drauf. Wir rannten durch Versteckte, das sangen und tauchten weit entfernt vom Chaos auf, das über den Turm hingebrochen war. Dann geschah es. Es begann wie ein Wind, der durch die Blätter eines dichten Waldes weht. Doch das Geräusch ließ, ach Gott, nicht nach. Es steigerte sich zu einem Donnern, bis der Boden bebte. Ich kann nicht lesen. Ich drehte mich um und die Welt hielt den Atem an. Voller Entsetzen sah ich, wie das Erz meiner Heimat gleichsam wie mir selbst aus der Brust gerissen wurde. Das Undenkbare, das Unfassbare geschah. Der Turm des kristallreichen Gesetzes wurde zu Boden geworfen. Und so und strahlte nun so viel Würde aus wie ein Bettler, den eine eiserne Faust getroffen hat. Eine Ewigkeit sah ich zu und versuchte mein Wissen mit dem, was ich sah, abzustimmen. Schluchzend erschütterte meine Brust und ich vernahm ein Jammern um mich herum, als der Bann des Gesehenen brach und ich erkannte, wo ich mich befand. Unmengen anderer Flüchtlinge waren vom Schrecken, der auch mich in seinen Bann geschlagen hatte, noch wie gelähmt. Geht, krächzte ich, als mein Herz für das Herz meines Landes zerbarst. Niemand bewegte sich, nicht einmal ich. Ich nehme alle Kraft zusammen und schreie Furcht, Hass und Schmerz über das Geschehene. In meinem einzigen blinden Kreischen heraus. Daraufhin lief ich los und spürte mehr, als dass ich es sah, wie die anderen mir folgten. Das jetzt fallen lassen. Gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen, aber in Ordnung. Ist das Essen oder ist das alles? Hier sind die. Skier. Sehr wahrscheinlich ist das Essen. Nein. Zutaten? Skierschwanz. Ich hab 311 Gold, Alter. Ich habe ein ungewohntes Gefühl hier. Alter. Rolle des Feuerballs können wir mitnehmen. Es ist ruhig. Zu ruhig.
Was? Was? Oh nee. Warte, ich lass das Buch einfach gleich hier oben. Ja, ich hab dich schon gesehen, du Vollidiot. Nein. Durchsuchen. Gold. Eisenpfeile. Immer brauchen. Langbogen habe ich schon. So, was ist an Kumpadre noch dabei? Bier. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Und theoretisch müsste das ungefähr hier sein. Ah, jetzt ist es was anderes, oder was? Nee, so hat sich das geändert. Nee, hat sich's nicht. So. Gut. Hier war was drin. So, komm, den Ring kannst du mir auch gleich anziehen. Keine Ahnung, was mir das bringt. Da war es leer. Hier liegt ein Scare. Das hat mich fast ein bisschen gescared. Der war schlecht, ich weiß. Durchsuchen. Ja. Ist ja nicht so, dass es groß dran stehen würde, das ist leer, ne? Aber naja. So, jetzt müssen wir hier wieder rum, zwischendurch vielleicht mal schnell speichern. Warten, bis der hier wieder in den Hebel geht. Und sich selbst K.O. tut. Machen tut. So. Muss ich nämlich nichts machen. Was machst du hier eigentlich? Die Fackel kann ich brauchen, das Gold kann ich brauchen. Danke vielmal. Was machst du mir hier? Das hin. Hier das hin. Hier das hin. Und dann machen wir das Türchen auf. Und dann rennen wir hier durch, nehmen den Trank mit. Nehmen hier das Buch mit vom Dieb. Danke. Und rennen den Gefahren hier direkt entgegen. Ich kann Bock haben, bis die hochkommen. Wow. Kleiner Hurensohn. Wie die einfach runterdingen sind, ne? Die Pläne nimmst du mir noch mit. So, und jetzt ist es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir das Ganze mit dem Bogen machen. Das machen wir aber mit dem Zauber auf. Dann brauche ich hier einen langen Bogen. Ich gebe mein Bestes. Aber ich soll vielleicht selber nicht sterben. Ja, mich auch nicht. Weg! Thank you.
Weg, 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 weg. Pfeil einsammeln. Ja, ich bin ja dabei. Ja, ich bin halt dabei. Was mache ich hier gerade? Ach, da hinten ist der Typ. Ja, mich halt auch nicht. So, das wird getötet. Eisenstreikkolben. Oh, den Stahlschild haben wir gleich ausgerüstet. Ja, haben wir nach dieser Vorlesestunde wohl genügend Energie und Kraft, den Mann aus seiner verzwickten Lage zu befreien? Wir werden es in der nächsten Folge sehen.